mach jetzt mal hier die, den Alarm aus. Boah, 4 Sterne, das war echt ein bisschen heftig. Ach so, klar. Hinter mir ist schon der nächste Spot-LKW. Oh, der ist jetzt aber ein bisschen hier. Naja, okay, egal. Ja, also fliehen kann ich mit 3 Reifen hier nicht mehr wirklich. Aber die Sterne gehen halt auch nicht mehr runter. Ich hoffe, die blocken ihre eigenen Leute auch manchmal ab. Nö, die weichen aus. Oh Mann. Ja, ist gerade ein bisschen asozial hier. Ups, das wollte ich eigentlich. Ich habe nicht mal gelenkt. Boah, hinten jetzt auch schon alles zerschossen. Wo bin ich denn im Park? Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Orientierung mehr. Boah, das ist aber echt hart. Wie soll ich denn da jetzt noch rauskommen wieder? Wo kann ich denn hier lang? Weil die sind ja auch hier total eng an meinen Fersen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss jetzt mal hier auf die Karte schauen. Ach, ich bin immer... Ich fahre jetzt wieder zum Flughafen hin oder was? Moment, ich fahre jetzt einfach hier weiter. Nein, was mache ich? Ich biege jetzt hier schnell ab. Ich müsste eigentlich hier noch abbiegen, aber das schaffe ich nicht mehr. Nee, ist zu spät. So, jetzt sehe ich ihn schon wieder. So. Was kann ich denn jetzt noch machen? 3 Reifen, es ist echt kein Spaß hier rumzufahren, weil es... Also so normal geradeaus fahren geht noch, aber... Aber halt sobald man versucht mal ein bisschen zu bremsen oder zu lenken, ist halt, merkt man, dass man fast keine Kontrolle mehr hat. Wie soll man was anderes machen? Ich habe jetzt keine Lust hier ewig nur... Oh, was macht der denn? Ey, der Typ kann aber auch kein Auto fahren. Luis Lopez. Warte, in welche Richtung fahre ich gerade? Ja, ich fahre weg vom Flughafen. Ich will jetzt nicht schon wieder zum Flughafen fahren, das ist echt... Reicht mir dann sogar nicht. So, ich muss jetzt hier versuchen, einfach irgendwie an der Bande lang zu fahren, weil ich kann nicht mehr lenken. Zumindest nicht gut. Nicht so, dass es noch irgendwie Sinn machen würde, es zu versuchen. Da unten sind schon wieder mehr Bullen. Ey, die kommen auch von allen Seiten. Und ich kann natürlich auch, solange die hier mal ganz nah an mir dran sind, auch nicht aus dem Fahndungskreis fliehen. Logischerweise. Was kann ich denn machen? Kann ich irgendwas machen? Ich könnte versuchen, zu einem Pain Spray zu kommen, aber mit einem Polizeiwagen ist ja auch lächerlich. Und ich kann nicht zu mir nach Hause. Ja. Dann wird's wohl dabei bleiben. Oder ich muss mir gleich einen anderen Wagen klauen. Aber mit 4 Sternen auszusteigen ist ein bisschen gewagt. Will ich eigentlich auch nicht unbedingt ausprobieren. Boah, die schießen aber auch die ganze Zeit weiter. Durch das Arc de Triomphe. Ups. Boah. Okay, gut, den kann ich vergessen. Oh Mann, da hinten ist aber der Fahrungskreis zu Ende. Oh, jetzt hat er sich wieder erweitert. Ich muss es bis dahin schaffen. Komm. Komm, komm, komm. Na, komm, 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 komm. Jetzt hier irgendwo hinten rein, wo die mich nicht sehen.
Boah, komm ey, bitte. Und aussteigen, ich habe mit dem Wagen nichts zu tun. Boah! Alter! Was eine Mission. 14 Minuten 56 und ich hätte brauchen dürfen. 5 Minuten! 5 Minuten, ja, so sehe ich aus. Ganz bestimmt. Naja. Oh man, oh man. Was knocking me out really necessary? Were you gonna let me take care of this explosive bullshit? Or were you gonna insist on blowing yourself up? I got us into this mess. Exactly, man. Thank you, partner. You should know that Evans walked out on me. We're over. Yeah, I heard that before, T. If it's real this time, it's a good thing. He's dragging you down, man. He's a fucking parasite. You need to concentrate on getting your own life together. See you soon. So, ich wollte jetzt eigentlich den Mercedes da klauen, aber weil die Polizisten da die ganze Zeit rumstehen, so, können die mal wegfahren. Habe ich es dann doch lieber nicht gemacht. So, jetzt nehme ich mir mal den hier. Komm, steig aus. Gut, und dann schauen wir mal, was ist denn jetzt so die nächste Mission. Eine halbe Stunde habe ich noch. Ich bin hier unten. Die Drogenkriege will ich jetzt nicht machen, dann fahre ich nochmal hier hin. Klappenmanagement. Nee. Aber Clubmanagement wollte ich jetzt auch nicht, das war ja die... Nein! Der klaut jetzt ernsthaft meinen Wagen. Moment, kann ich mich so verteidigen und immer ausweichen? Nee, kann ich nicht. Weil manchmal sieht die Polizei auch, dass der mich schlägt. Hä? Wie habe ich den mit 3 Schlägen ausgenockt? Mann, ich bin echt gut. Oh nee, der lebt noch. Nee. Der legt schon zum Sterben anders hin. Okay, auch gut. So. Medicate. America's favorite place to die. Okay. Hm. Oh Mann. Alle rufen mich an. Hey Tom, what's happening, boss? You've been hanging out with people behind my back? I've been trying to make us some money. Yeah. You have anything to do with a little boating accident? Oh, Bootsunfall? Nee, all over the news? Was ist ein Bootsunfall? Me? I don't even like swimming. Good, because the people on that boat were good people. Freedom fighters trying to stop people smuggling in Asia. Really? I heard Scheiße. They was... Shit, Oder? No, I'm shitting with you. They were armed smugglers, pitched to some of the worst governments in West Africa. But I had you. I fucking had you. You fucking idiot, Luis. Don't turn into a freedom fighter. We don't have the luxury of that right now. And stop going solo on me. Not now. Well, T. Of course not. But if I had been, it would have been for us. For the business. Sure. Be careful, Luis. My fucking wheel. Na gut, also er droht uns jetzt hier mehr oder weniger. Wir sollen nicht mehr hinter seinem Rücken irgendwas machen. Aber, naja gut, den Heli zu klauen, ich weiß nicht, der Yusuf Amir hatte doch gesagt, dass der Tony gesagt hat, er soll zu uns kommen. Mit anderen Worten, Tony hat ihn zu uns geschickt. Dann haben wir eine Mission halt für ihn gemacht, also bitte. So, hier, das kann ich jetzt nicht machen, da ist nicht die richtige Zeit für. Ah, verdammt. Oh Gott, den ganzen Tag die Bullen, überall. Aber nur ein Stern, der ist gleich wieder weg. Ich muss jetzt nicht mal besonders flüchten, ich bleibe einfach auf meiner Route. So, hier links. Boah, der Wagen ist auch schon wieder gleich kaputt. Ich habe echt eine Fähigkeit, alles zu zerstören, was mir unter die... Und hier, ne? Was ich in die Finger krieg. Aber noch fährt er. Das ist das Wichtigste. So. Boulevard Baby. That's what I told him. Hey, I'm all good, baby. How you doing, ID? Hey, Desi. Hey, what's up, man? What's up, man? Tony in? Yeah, he got it a while ago. Enjoy your night. Please, after you. Wow. ID. Okay, good evening, my friend. How are you? See, it's me. Yes, you okay? I'm good. I'm good. Yes. Okay. Ladies, hide your titties. Sunday.
like that? Yeah, huh? Yeah, yeah. What's my name, baby? Baby. What's my name? Oh, I don't know. Ooh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You're late. Sorry, man. Something came up. No doubt. What's going on? I'm trying to figure a way out of this shit. I got a plan to keep that pair of chumps, Rocco and Vince, happy. Come on. I'll explain as we go. Oh, whoa, whoa, whoa. Just a quick hello. Quick hello. Gentlemen, my name's Tony Prince. Hope you're enjoying yourselves. Ray Bulgari. Tell me, where are the women? Well, they're everywhere. It's, that one over there is a TV starlet. That one there is a model. And that one there, I don't know, but I believe signed on with the Derriere campaign. How much? The fuck I mean? No. They're not hookers. It's not that kind of club. Everywhere is that kind of club. You just need to know how much to pay. Yeah, well, listen. Can I buy you a gentleman a drink? Cindy! Cindy, come here. Take care of Mr. Bulger in here. Good to meet you. Please come back. Enjoy your night. My right-hand man, Luis, will take care of you. Good night. Thank you. So, gentlemen, more drinks? Yes, please.